Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Alaina Tarot. Mein Name ist Alaina. Heute möchte ich dir gerne diese Nachricht, die für dich ist, wieder mit auf den Weg geben. Die Botschaft des Tages lautet heute Ergebung. Ich ergebe mich dem Strom des Lebens und fließe mit dem Strom des Lebens. Ich bin ein optimistischer Mensch, ein hoffnungsvoller Mensch. Die Nachricht am heutigen Tage ist wirklich auch Hoffnung. Hoffnung in die Zukunft zu blicken. Hoffnung in sich selber, dass die Dinge alle gut werden, dass man richtige Entscheidungen trifft. Wenn wir von Hoffnung reden, ja, geht es sich um einen bestimmten Bereich in unserem Leben, wo wir uns wünschen, dass die Sonne aufgeht, dass uns die Engel, Gott, das Leben, das Universum daran erinnern möchte, dass dein Geist unzerstörbar ist. Bleibe deinen Träumen und deinen Visionen treu. Denke immer daran, dass das Universum, dass sich deine Herzenswünsche erfüllen, dass das Universum dir das erfüllt, wonach du dich sehnst, alles, was du mit freiem und gutem Herzen machst, dass du daran glaubst, was du verdienst, dass du immer weißt, dass du die Engel um Hilfe bitten kannst, dass die Engel dir wirklich das schenken, wonach du dich sehnst, was du brauchst, Führung, Klarheit, Liebe, ja, dass du wirklich begreifst, du bist ein Teil des Universums. Du bist ein Teil des Ganzen. Trage auch deinen Teil dazu bei, wirklich klar zu werden, positive Gedanken zu haben, positive Gedanken in die richtige Richtung zu bringen. Erfülle dein Leben wirklich mit positiver Energie. Deine Wünsche, verändere wirklich Dinge in deinem Leben zum Positiven. Alles, was du anstrebst, setze es in positive Energie um. Bitte immer die Engel darum, dir den Funken deiner Möglichkeit, ja, wirklich zu entfachen, Leben in dir zu erwecken. Hoffnung ist ein Magnet. Ja, Hoffnung ist wirklich wie ein Magnet. Es zieht große und schöne Dinge in deinem Leben an. Was möchte diese Nachricht, die heute für dich ist, noch sagen? Ergebung. Wenn du dich gegen etwas wehrst, wird es dich umso härter treffen. Du wirst Qualen erleiden. Ja, Ängste, Sorgen, Nöten, Gewissensbisse, innere Zerrissenheit. Ja, lass dir einfach helfen, gegen deine inneren Widerstände anzukämpfen. Es ist wichtig, dass du wirklich innere Konflikte und Kämpfe wirklich aus dir herausholst. Dass du alte Denkmuster und Gewohnheiten abstreifst, damit du wirklich Wahrheit, Freude, Weisheit, spirituellen Wachstum leben kannst und erkennen kannst. Wenn du dich der Führung deines höheren Selbst wirklich anvertraust, wird dir all deine Energie, die in dir sitzt, freigesetzt werden. Es ist ganz, ganz wichtig, sich nicht gegen Widerstände anzutreten, anzukämpfen. Bitte die Engel um Hilfe. Bitte Erzengel Raphael, dir in jeder Lebenssituation zu helfen. Bitte Erzengel Raphael, der Heilung und Gesundheit und Reichtum in dein Leben bringt. Dass er dir hilft, deine Intuition zu entwickeln, deine Visionen zu entwickeln. Ja, bitte Erzengel Raphael, um Hilfe in jeglicher Lebenslage. Bitte verzeiht meine Stimme. Ich bin echt momentan ein bisschen stimmlich angeschlagen durch meine Arbeit. Ihr wisst, dass ich viel mit der Stimme arbeite und deswegen habe ich heute eine etwas angekratzte Stimme. Bitte verzeiht. Diese Nachricht, die das Leben dir heute mit auf den Weg geben möchte, ist: Heile dein Inneres. Heile dein Geist, dein Körper, deine Seele. Bringe dein Leben wieder ins Gleichgewicht. Sage dir, ich bin glücklich, gesund und reich. Ich danke den Engeln für die Wegweisung. Du hast so viel Wissen in dir. Ja, so viel Wissen in dir. Setz es um. Sei sicherer. Lass dich nicht manipulieren. Manipuliere dich nicht selber. Lasse dich auch nicht auch von anderen manipulieren. Durch Denkmuster, Glaubensmuster, alte Gewohnheiten, ja, Gedankengänge, die dich erkranken lassen. Bringe dein Inneres wirklich wieder ins Gleichgewicht und bitte alle Engel, die du kennst, um Hilfe, um Unterstützung, um Wegweisung. Ja, observiere, beobachte dein Handeln, beobachte deine Form, wie du mit anderen Leuten redest, beobachte deine Art, wie du dir die Dinge ans Herz nimmst oder auf dich nimmst. Ja, du sollst mehr Verständnis mit dir und mit anderen haben. Löse dich von Anhaftungen, in der Liebe zu klammern und zu kletten. Löse dich vor falschen Freunden, vor falschen Gedanken, von negativen Gedanken, von negativen Einflüssen, ja, vor alten
Denkmuster und Glaubensmuster. Das ist die Botschaft heute für dich. Löse dich von alten Denk- und Glaubensmuster. Agiere aus dem Herzen heraus. Überdenke jegliche Handlung, aber werde wach. Lebe das Leben. Sage dir jeden Tag positive Affirmationen. Ich bin ein glücklicher Mensch. Ich bin ein starker, optimistischer Mensch. Ich fließe mit dem Strom des Lebens. Ich habe Gottvertrauen. Ich vertraue in mich und in das Leben. Ich bin gesund. Ja? Aktiviere alle deine Gedanken zu positiven Energien. Schwimme auf dieser positiven Energie. Es ist ganz wichtig, dass du das Leben feierst, deinen Triumph feierst, deine Fortschritte feierst, dass du erkennst, wie wertvoll du bist als Mensch, als Person, als Mutter, als Vater, als Ehefrau, als Ehemann, als Partner, dass du reifst, dass du wächst, dass du dich nicht von Streitereien aus der Fassung bringen lässt. Wenn etwas nicht nach deiner Nase läuft oder gerade dir nicht in den Kram passt oder nicht gerade korrekt läuft, verzweifle nicht. Versuche die Lösung für alles zu finden. Konfrontiere dich mit dem Jetzt, konfrontiere dich mit dem Sein, konfrontiere dich wirklich mit den Lösungen, die dir bevorstehen. Entwickle positive Gedanken, erforsche dich selber, finde heraus, was dich blockiert, was dich krank macht, aber gebe nicht die Hoffnung auf. Nicht die Hoffnung, dass jeder Tag ein neuer Anfang ist. Jeden Tag wirst du klarer sehen. Jeden Tag wirst du neue positive Gedanken in deinem Leben einbringen, um Sachen zu verändern. Du bist ein Teil des Lebens. Erfülle dir alle deine Herzenwünsche, egal in welche Richtung es geht. In Familie, in Arbeit, im Beruf, in was auch immer, aber erfülle dir diesen Wunsch. Liebe, lebe. Sei dankbar für alles, was du schon bekommen hast und noch bekommen wirst. Erfülle dir wirklich positive Kleinigkeiten. Ja, geh dir ein Eis essen, gönn dir ein leckeres Essen, schau dir einen Film mit deinem Partner, mit deiner Partnerin an, führe gute Gespräche, gönn dir was, habe mehr Zeit auch für dich, um zu reifen, um zu wachsen, um dich zu erholen, um zu genesen, um gesund zu werden, ja, um spirituell zu wachsen. Verbring mehr Zeit mit deinem Haustier, wenn du hast, mit deinen Kindern. Geh jeden Konflikt aus dem Weg, habe Hoffnung. Hoffnung, nach vorne zu blicken, nach vorne zu schreiten, dein Leben positiv zu gestalten. Du bist ein positiv eingestimmter Mensch, immer und dann, wenn du wirklich anfängst, Erfüllung in dir selber anzustreben. Erfüllung zu teilen, Liebe zu teilen, die schönen Dinge in deinem Leben wirklich anzuziehen und zu teilen. Diese Nachricht, die heute für dich ist, ist so wertvoll. Ergebe dich allen Zwängen, ergebe dich allen Ängsten, liebe diese Vitalität in dir. Ja, lebe diese höhere Führung in dir. Setze dich mit der Führung Gottes in dir auseinander. Lebe, liebe, lache, setze alle positiven Energien deines höheren Seins frei. Ströme mit dem Rhythmus des Lebens. Höre auf deine Intuition, höre auf die Zeichen der Engel. Lebe, lebe, lebe und liebe, wie du es möchtest. Immer und dann, wenn es die richtige Entscheidung ist, nach vorne zu schreiten und dich von allen Ketten und Ängsten zu befreien. Ich danke dir, dass ich dir diese Nachricht, die heute für dich ist, mit auf den Weg geben darf. Danke für deine Likes. Danke, dass du meinen Kanal weiter abonnierst. Danke, dass du meinen Kanal weiterempfehlst. Danke, dass durch dich Alaina Tarot wirklich weiterhin wachsen kann. Und denk dran, immer wenn du diese Nachricht hörst, immer wenn du dieses Video oder alle meine Videos hörst, ist es genau der richtige Zeitpunkt, wo deine Intuition dich zu mir geführt hat, damit du wächst. Und denk dran, schreib mich an für private Legungen. Ja, helfe ich euch in jeder Lebenssituation super gerne. Schreibt mich an und ich schicke euch gerne Informationen zu Zeiten und Preisen. Diese Nachricht ist für dich. Genieße sie, nutze sie, setze sie um. Lebe und liebe voller Hoffnung, Respekt und vor allen Dingen Wertschätzung. Und löse dich von allen Zwängen und Ketten. Ich danke dir und wir sehen uns morgen wieder. Bye!